habe ich eigentlich nur zur Übung geschnitten. Für diese besonders schöne Etappe auf dem Tiroler Höhenweg wollte ich dann doch etwas Übung haben. Viel Spaß auf dem Weg zur Schneeberghütte. Diese Tour startet bei der Teplitzer Hütte in Südtirol. Ein steiler Abstieg von 300 Höhenmetern führt zur Grohmannhütte. Dann geht es weitgehend eben am Seebach entlang. Ein kurzer Anstieg führt den Weg oberhalb des Trübsees vorbei. An den vorderen Egetseen vorbei gelangt man zu einer Hochebene und weiter zum hinteren Senner Egetsee, zum Egetjoch und dem mittleren Moara Egetsee. Dann geht es wieder abwärts und über eine gehtechnisch ebene Wiese zum Anstieg zur Kandelscharte. Nach der Scharte folgt nur noch der Abstieg zur Schneeberghütte. Laut Komoot weist die Strecke 900 Höhenmeter Anstieg und 1100 Höhenmeter Abstieg auf. Das bei einer Länge von 14 Kilometern. Die Orte aus der Übersichtskarte habe ich auch hier im Höhenprofil noch einmal mit eingezeichnet. Die Tour startet an der Teplitzer Hütte. Hier sieht man noch einmal auf den Vorplatz und das Panorama vor der Hütte. Da drüben ist der Abfluss des Seebachs aus dem Trübsee. So, auf dem Weg runter von der Teplitzer Hütte sieht man am Bach entlang schon den Weg, wo es dann weitergeht. Ja, es wird für mich heute. Da oben durch diese kleine Scharte ist der Weg runtergekommen. Und hier geht's weiter. Ja, kurz unterhalb der Grohmannhütte, Schneeberghütte. 4 Stunden 40, 5 Stunden. Das wäre ja zu schön. Also mir sagt. Und ich rechne mit 8 Stunden Gehzeit. Jetzt ist kurz vor 10. Macht man noch die eine oder andere. Also gut, jetzt mit Pausen. Na, also vor 18 Uhr werde ich da nicht erscheinen. Die Gehzeitangaben wurden vor einiger Zeit reformiert und deutlich gekürzt. Versicherte, aber einfache Stelle. Und man könnte auch höchstens 2 Meter am Felsen herunterrutschen. Auch diese Stelle sieht spektakulär aus, ist aber sehr einfach zu gehen. Streckenzähler zu absolvieren haben, also hier weiter oben, wo der Bach aus dem Trübsee kommt.
Da wird es auch noch mal ein paar Kilometer sich hinziehen. Dran, aber was soll's. Danke für diesen bequemen Weg, vor allen Dingen für den farbig markierten Zacken. Naja gut, hier geht's noch irgendwie. Vier Stunden 40. Ganz gut hingekriegt hat. Ja, aber wenn man jetzt so überlegt mit 50, da wäre eigentlich die alte, etwas langsamere Gehzeit angemessen. Diese Aufnahme 2019. Da bin ich jetzt gerade hochgekommen und schau mal jetzt hier auch mit Kamera irgendwie mitlaufen lassen, weil eine Hand wollte ich zumindest frei haben zum Festhalten und die Stöcke hatte ich jetzt auch nicht, wollte ich ja jetzt auch nicht extra wegpacken. So, hier geht der Wind schon richtig ordentlich drüber. Sieht man ganz gut, warum der Trübsee Trübsee heißt. Man sollte aber auch nicht wie ich den Fehler machen, dass man den Einheimischen gegenüber, weil man sich's nur halb gemerkt hat, Schmutzsee nennt. Diese Stelle bei den kleinen Egetseen oder kurz dahinter bietet bei gutem Wetter eine schöne Rastmöglichkeit. Heute ist quasi da oben rauf und eisiger Gegenwind. Na gut, es ist noch vor 12. Ich befürchte, dass es sehr kalt wird, denn man geht jetzt zahlreichen Schneefeldern entgegen. Diese können aber je nach Wärme oder Kälte des Sommers größer oder kleiner sein. Die erste Schneefeldquerung. Ich glaube, das war 2019 wesentlich größer. Hunde stapfen. Thank you.
Die Hochebene hier hat eine ganz eigene Atmosphäre, die sie unvergesslich macht. Also, das war von Anfang an mein Plan, hier auf der Hochebene ein paar Meter schön mitzunehmen. Ob Da Vinci das stabilisieren kann, wo es ihn näht. Gut, habe ich heute dieses Jahr irgendwie gar nicht, aber mit den Stöcken geht doch einiges mehr. Nach der Stelle da oben habe ich mich dann einfach nur noch durchgekämpft. Das war kein Genuss mehr für den alten Mann. So, jetzt ist es. Und ich sehe noch ein letztes Mal auf die schöne Hochebene zurück. So, jetzt bin ich hier gerade hochgekommen. Das ist immer wieder ein schöner Anblick und nicht so arschkalt wie letztes Jahr. Muss ich sagen, hier ist das meiste Eis weg und Schnee. Also lässt sich aushalten. Auf den Hochboden da drüben. Und nochmal. Schöner weißer Schutthaufen. Abgegangen. Oder von den Gletschern dahin geschoben. Oder weg. Jetzt ist es wirklich drüber als die Gerstensuppe gestern. Aber die war in Ordnung. Die Gerstensuppe. Jo. Solange es nicht regnet. Ein paar Tropfen sind vorhin runtergekommen. Die Luft wird dünner. Das merke ich schon, aber
Also ist hier echt angenehm zu gehen. Auch weniger Schneefeld als vorletztes Jahr, viel weniger. Ich glaube, hier musste man sich durch den Schnee durchkämpfen. Ich hoffe, ihr könnt die Karte im Nebel erkennen. Weißes Steinmandel. Der Wind hier so schön, aber das Panorama hier, das wollte ich noch. Keiner von den sieben Seen, aber eben auch ein Biotop für sich. Das ist das Moos oder Felsen oder das Wasser runterläuft. Sitzen. Über den Bach, da geht es gleich rüber. Ich habe mich hier mal zu einer Rast niedergelassen. Da drüben sieht man den Weg und da an so einer kleinen Felsspitze vorbei. Ich glaube, da kann ich mich dran erinnern, vor 3 Jahren. Vor 2 Jahren. Über die Wiese geht es mal im Schnellgang durch. Ich blende euch mal ein, wo wir ungefähr sind. Zweimal gemacht und jetzt das dritte Mal. Ich war noch nie so früh nachmittags hier. Kann ich also noch 1-2 Stunden ausspannen und ein Bier trinken und duschen, bevor das mit dem Arm und Essen losgeht. Über die Mooralm hin zu den alten Bergbaugebäuden. An der Mooralm. Bis in die 1970er Jahre hinein wurden hier Blei, Zinn und Kupfer gefördert. Dann geht es hinauf zur Keindlscharte. Das ist der letzte Anstieg des Tages. Nochmal ein schöner Blick über die Mooralm, die Keindlscharte und dann Richtung Schneeberghütte. Die Aufnahme entstand allerdings viel früher, nämlich im Jahr 2018.
Schnell geht es dann von der Scharte wieder hinunter. Es ist kurz nach 16 Uhr. Meine Schulter tut weh wie sonst was. Das war die letzte harte Tour. Okay, das Morgen sollte man auch nicht gering schätzen. Ist sie, die Schneeberghütte. Die letzten Meter gehen sich natürlich in Vorfreude auf das wohlverdiente Bier sehr einfach.